Moin Leute, ich bin der Tim, ich komme aus Bremen. Ich bin letzte Woche 26 geworden. Ich leide jetzt ungefähr seit 3,5 Jahren, 4 Jahren vielleicht unter Haarausfall und habe Jakobs Videos eigentlich mehr oder weniger alle gesehen. Deine Vorstellung ist, weil für ihn ist das Wichtige, dass du deine Vorstellung jetzt erklärst. Okay, also generell Tonsurbereich hier hinten, dass man das auf jeden Fall alles auffüllt und dass das so ist wie hier vorne und dass das halt nicht mehr so ist wie jetzt. Mhm. Und generell die beiden Geheimratsecken, dass das schon eine relativ gerade Linie ist, aber auch noch natürlich. So Freunde, jetzt könnt ihr hier hinter mir sehen, der Herr Doktor zeichnet dem Tim jetzt seine Haarlinie ein, hat ihn auch schon bereits aufgeklärt, er ist jetzt halt erst 26, sein Haarausfall wird weiter voranschreiten. Und es kann sein, dass er in Zukunft noch eine zweite Haartransplantation braucht. Wie findest du so deine Haarlinie? Ja, bis jetzt ganz gut. Schwierig vorzustellen bezüglich, irgendwann kommen da ja Haare. Aber gefällt mir gut. Also ich wollte es relativ gerade haben, aber trotzdem natürlich. Und ich glaube, das passt. Ja, ich muss sagen, Aufregung legt sich ein bisschen. Also ich bin selber überrascht über die Grafton-Zahl. Da sollen die Leute nochmal sagen, ich brauche keine HT. Also es war ja vorher ein bisschen weniger gedacht. Ja, jetzt sind es 3,8. Ich bin einfach froh, dass es losgeht, ne? Endlich neue Haare. Also ich hatte gedacht, es werden auch mehr als wir besprochen, dass es so viel mehr ist oder sind. Ich muss sagen, drückt mich eher, weil wenn der Haarausfall so ein bisschen voranschreitet, so dass ich da nicht diese Inseln habe, dass es immer noch natürlich aussieht, das ist mir auf jeden Fall wichtig. 1950 Euro und der Arzt öffnet die Kanäle. Da haben wir vorhin mit dem Tim und meinem Essen drüber gesprochen. Man muss wirklich verstehen, dieser Preis für diese Haartransplantation ist immer noch zu niedrig. Ja, das muss man ganz klar sagen. Vergleichbare Angebote kosten, wenn der Arzt die Kanäle öffnet, über 5000 Euro. Und auch im Memorial, das will ich nochmal klarstellen, weil häufig kommt das in den Kommentaren, ja, was ist denn in einigen Monaten, wenn wegen den Videos die Klinik voll wird, was wird dann passieren? Macht der Arzt dann immer noch die OPs, wird der Preis steigen? Der Arzt wird immer noch die Kanäle öffnen. Ja, das ist ganz klar, aber der Preis wird sehr wahrscheinlich in Zukunft steigen. Das wollte ich schon mal klarstellen. Und falls ihr euch für eine Haartransplantation im Memorial interessiert, unter dem Video ist ein Link. Da könnt ihr draufklicken, euch eintragen, eure Fotos hochladen und dann schaut der Arzt drüber und dann bekommt ihr eine Beratung und dann könnt ihr euch da auch wirklich individuell beraten lassen. Freunde, Stunde der Wahrheit. Denkt dran, in die Kommentare schreiben. Steht dem Tim die Glatze oder nicht? Was denkt ihr? Das ist crazy, oh mein Gott. Ich habe ihn noch nie so gesehen, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Ich bin gespannt auf gleich. Da ist der Spiegel, Bro. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das krass. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Also es sieht eigentlich gar nicht so kacke aus, aber irgendwie auch recht weird. Also. Freunde, während der Tim und ich dachten vorher auf den ersten Blick, dass er eigentlich nur in den Geheimratsecken und in der Tonsur Haare braucht, ist nach der Analyse vom Doktor etwas ganz anderes zum Vorschein gekommen. Ihr könnt es euch mal anschauen. Nein, wir sind da schon görüyoruz burada mesela. Er hat eigentlich viele lichte, kahle Stellen und er konnte immer viel und gut abdecken, aber diese werden auch in Zukunft noch kahler werden und dann wird das komisch aussehen, wenn er nicht vorausschauend das Ganze einplant. Und jetzt ist er aber vorausschauend geplant worden, sodass er auch langfristig was davon hat. Und für den Worst Case hat der Tim immer noch für eine zweite Haartransplantation ausreichend Grafts. So Freunde, jetzt geht's gleich los. Jetzt wird dem Tim nochmal Blut abgenommen für die PRP-Therapie, die direkt nach der Haartransplantation gemacht wird. Dann werden die Grafts entnommen, anschließend öffnet ihm der Herr Doktor die Kanäle und dann werden die Grafts eingesetzt. Tim, wie geht's dir jetzt kurz davor? Ja, ich bin froh, dass es losgeht, ne? Also jetzt mit den kurzen Haaren und so, jetzt gibt's eh keinen Zurück mehr. Und ich fühle mich hier wirklich super aufgehoben, die sind alle super freundlich, coole Stimmung hier, also ich bin einfach nur froh, dass ich hier gerade bin und mir geholfen wird, also. Genau. You're ready? I'm ready. So Freunde, es geht los. Jetzt bekommt der Tim die Anästhesie und danach werden auch schon die Grafts entnommen. Oh.
So, Freunde, die Anästhesie ist durch. Tim, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, soweit noch ganz gut. Also die Spritzen tat ein bisschen weh, fand ich. Aber das ist alles aushaltbar. Einfach Bescheid sagen. Aber sonst fühle ich mich ganz entspannt. Lydia, die machen das alle schon. So, Freunde, die Entnahme ist vollbracht. Der erste Step ist vorbei. Also so, wie ich realistisch erwartet habe. Nicht so schlimm, aber ein bisschen merkt man es schon, muss man ehrlich sagen. Aber ich habe auch keine Tattoos, von daher kann ich diesen Tattoo-Schmerz jetzt den Vergleich jetzt nicht bringen. Dementsprechend, ja, aber ist in Ordnung. Kann man alles schaffen, auf jeden Fall. Der nächste Step geht jetzt los. Tim sitzt da, hat schon die Anästhesie vorne bekommen. Der Doktor macht sich ready und gleich bekommt er Tim die Kanäle geöffnet. Tim, wie geht's soweit? Ja, soweit entspannt. Ich habe ja die ganze Betäubung drin, also Schmerzen habe ich jetzt nicht mehr. Außer die Betäubungsspritzen, was ein bisschen weh tut, ist das alles relativ entspannt. Also jetzt liege ich hier schön auf dem Rücken, vorne auf dem Bauch. Das war ein bisschen unbequemer, wegen dem Nacken immer drehen. Aber jetzt auf dem Rücken, gleich gibt's Essen, also läuft alles. Now we are starting the channel part. I'm planning 2800 grafts. Tim hat jetzt die Kanäle geöffnet bekommen, der Doktor ist eben fertig geworden und er hat auch seine PRP-Therapie bereits bekommen. Jetzt werden die Grafts eingesetzt und dann ist das Ding auch durch. Tim, bist du noch da? Ja, ich habe gerade ein bisschen geschlafen, aber ich liege hier ganz entspannt auf der Liege. Ja, das reicht schon. Freunde, wie ihr sehen könnt, die Yaren ist auch immer mit dabei. Wenn kommuniziert werden muss, gibt es hier nie Kommunikationsprobleme. Die Yaren übersetzt immer alles, sodass hier alles immer fließend abläuft und ihr nie das Gefühl habt, dass ihr in irgendeiner Art und Weise alleine gelassen werdet. Ein weiterer wichtiger Moment, denn der Tim ist ja sehr wählerisch, was das Essen angeht. Tim, ich bin auf dein Feedback, auf das Essen gespannt. Das ist wahrscheinlich Vorspeise. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch schon mal sehr gut aus, bis auf der Salat und das Gemüse, aber sonst sieht das gut aus. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach Schokolade aus. Das gefällt mir außerordentlich gut. Also konnte man dich als kritischen Gourmet auch definitiv zufriedenstellen. Auf jeden Fall. Falls ihr Tims Endergebnis sehen wollt, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dann treffe ich mich nochmal mit dem Tim und dann zeige ich euch auch sein Endergebnis. Tim, wie ist das Gefühl, wenn man weiß, man hat es komplett geschafft? Ja, sehr erleichtert. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich aussehe, aber ich bin einfach nur froh, dass ich gleich aufstehen kann und mich bewegen kann, weil meine Beine, die machen sich mein Bild, also muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, mit 1,96 auf der Liege, das ist natürlich ein bisschen tricky. Ja, stimmt, aber es ist alles kein Problem, geht alles. Hast du Tipps für Jungs, die noch kommen werden, die über 1,90 groß sind? Einfach durchziehen, durchhalten, einfach Zähne zusammenbeißen, mehr hilft da nicht. Freunde, es ist komplett vollbracht. Ich bin fertig, endlich, Gott sei Dank. Vorgestern noch aufgeregt gewesen, heute alles hinter sich gebracht. Wie fühlt es sich nochmal an? Jetzt bin ich einfach nur froh, dass es alles fertig ist, ich ins Hotel kann, mich ausruhen kann und einfach jetzt der Sache Zeit geben kann, dass meine Haare einfach wachsen. Aber ich bin einfach mega froh, dass es jetzt wirklich durch ist, ich wieder stehen konnte. Ja, jetzt bin ich schon sehr erleichtert, muss ich sagen. Freunde, der Doktor hat auch dem Tim seine Karte mitgegeben. Das heißt, im Notfall kann der Tim den Doktor auch direkt erreichen, wenn mal die Yaren zum Beispiel nicht zu erreichen ist. Und aufpassen, wenn du beim Einsteigen und Aussteigen. Ja, ich höre noch mal ein bisschen mehr. Bitte aufpassen. Thank you, Doctor. Ja, welcome. Nice to meet you. Umarım güzel sonuçlarını görürüz. Şöyle saçlarını alıp güzel bir atar. Aynışlarınız en ekibimiz. I hope the same. Thank you. Ja, welcome. So, Freunde. Der Tim und ich, wir sind jetzt auf dem Weg wieder
in die Klinik. Dort bekommt der Tim seine letzte Haarwäsche. Tim, was sagst du final zu deinem Aufenthalt hier? Wie war es? Wie wurde sich um dich gekümmert? Wie war die Haartransplantation? Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, gerne. Also ich muss sagen, von A bis Z, ich habe mir ja die ganzen Videos angeguckt. Ich wusste auch genau, was mich quasi erwartet. Und ich muss sagen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, genauso ist es auch eingetroffen. Also hier wird sich um alles gekümmert, ob Hotel, Transfer, in der Klinik. Also alles super freundlich, super lieb. Die kümmern sich auch sehr um einen, dass es dir auch einfach gut geht, dass man keine Schmerzen hat, dass alles entspannt ist. Also so wie ich es mir vorgestellt habe, ich bin super zufrieden, dass ich hier war, dass ich das Ganze auch gemacht habe. Also im Großen und Ganzen zusammenfassend einfach super die Geschichte und mega froh, dass ich das jetzt hier alles so gemacht habe, muss ich sagen. Tim, wie fühlt sich das auf der Kopf an? Oh, angenehm, schön kühl, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen befeuchtet gerade. Ist angenehm. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Was siehst du im Spiegel? Den Tim bald mit neuen Haaren, hoffentlich. So, Freunde, der Tim ist auch fertig. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Der Tim wird jetzt zum Flughafen gefahren und dann geht's auch schon nach Hause. Wenn ihr Update-Videos nicht verpassen wollt, denkt dran zu abonnieren und den Kanal zu liken. Bro, ich danke dir für alles. Ich danke dir. Und man sieht sich noch. Auf jeden Fall.